Hossa Internet, gestern hatten wir noch vom Schuldeingeständnis des FIFA-YouTubers Craig Douglas und seines Partners Dylan Rigby zur Bewerbung und dem Betrieb eines illegalen Glücksspielangebots berichtet. Und kurz nachdem unsere Sendung ausgestrahlt worden ist, gab es dann auch schon das Urteil. Wie die BBC berichtet, wurden beide nämlich zu empfindlichen Strafzahlungen verknackt. Douglas soll 91.000 Pfund, also rund 106.000 Euro bezahlen, Rigby 164.000 Pfund, also etwa 192.000 Euro Strafe. Das Gericht erklärt, dass obwohl das einer der härtesten Fälle ist, den die Glücksspielkommission in der jüngsten Vergangenheit untersuchen musste, sind keine Gefängnisstrafen ausgesprochen worden. Da haben Sie nicht Angst gehabt vor einer noch höheren Niederlage? Den Eindruck hatte man jetzt zum Schluss. Das ist die nächste Debatte, Frau. Sensationelles Ergebnis für Rockstar Games und Take-Two, denn in den aktuellen Quartalszahlen legt der Publisher neue Verkaufszahlen für GTA 5 vor und das ist bis heute sage und schreibe 75 Millionen Mal an den Einzelhandel ausgeliefert worden. Und GTA 5 geht es im letzten Jahr besser denn je, denn wie der Brancheninsider und Analyst Daniel Amat erklärt, hat sich GTA 5 2016 sogar nochmal besser verkauft als 2015. Das heißt, 2016 markiert das zweitbeste Jahr für GTA 5 seit dem Release im Jahr 2013. Und ein Hauptgrund dafür dürfte sein, dass das Spiel mit seinem Multiplayer-Modus GTA Online nach wie vor kostenlose Inhalte bekommt. Es wird also spannend, wie das dieses Jahr weitergeht, denn Ende 2017 steht ja mit Red Dead Redemption 2 das neue Spiel von Rockstar Games in den Startlöchern. Das erscheint dann für PS4 und Xbox One. Von der PC-Version ist nach wie vor keine Rede. Listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Wenn man im Zusammenhang mit Videospielen das Wort gebannt hört, dann klingt das immer so ein bisschen hochtrabend, verglichen damit, wie milde die Strafe eigentlich ausfällt. Im Fall des Counter-Strike-Go-Spielers Reese Bluminator Bloom allerdings kann man ruhig mal so ein hochtrabendes Wort verwenden. Der wurde nämlich jetzt von der Esports Entertainment Association für 1000 Jahre vom Spielbetrieb ausgeschlossen. Der Grund, der 25-jährige Bloom soll einem 15-jährigen Mädchen sexuell anzügliche Nachrichten und explizite Fotos geschickt haben. Das berichtet die US-Website Kotaku. Schon vorher hat sich aber Bloom nicht mit Ruhm bekleckert. Er ist immer wieder durch kleinere Unsportlichkeiten aufgefallen und hat dadurch mehrere Tage Spielsperre bekommen. Seine semi-professionelle Counter-Strike-Karriere dürfte in der ESEA damit aber vorerst beendet sein. Es sei denn, er hält durch bis zum 6. Juni 2016. Da wird der Bann nämlich aufgehoben. Und ich höre gerade, dass wir mit modernster Zeitreisekameratechnik Bilder von dem Moment haben, wenn Bloom wieder zurückkehrt. Finally, really did it. You maniacs! You blew it up! Oh, damn you! God damn you all to hell! Zu guter Letzt eine gute Nachricht, denn gestern Abend hat eine Sicherheitslücke auf den Steam-User-Profilseiten den Usern das Leben schwer gemacht. Da konnten nämlich bösartige Skripte ausgeführt werden und das hat allerhand Betrugsmaschen Tür und Tor geöffnet. Inzwischen hat Valve das Ganze aber unter Kontrolle. Man hat einen Hotfix für Steam veröffentlicht, der sollte das Problem aus der Welt schaffen. Wer aber das Gefühl hat, Opfer eines solchen Phishing-Angriffs geworden zu sein, der sollte schnell sein Passwort ändern und, das empfiehlt Valve, auf den Mobile Authenticator zurückgreifen. Wir kommen jetzt noch zu etwas Eigenwerbung, denn es gibt bei den GameStar-PCs und Notebooks ein besonderes Angebot. Bei allen GameStar-PCs und Notebooks mit GeForce GTX 1080 und 1070 habt ihr nämlich die Wahl eines kostenlosen Spiels als Zugabe. Es gibt als Download-Code nämlich entweder For Honor oder Ghost Recon Wildlands. Alle weiteren Informationen dazu packe ich euch auf einem Link in die Beschreibung. Das war's für heute mit den News. Morgen gibt's die nächste Folge. Bis dahin, weiterspielen.